Stetig wachsende Lasten im Güterzugdienst führten sowohl bei der Denver und Rio Grande Western Railroad als auch bei der Southern Pacific Anfang der 1960er Jahre zur Suche neuer, leistungsfähigerer Lokomotiven. Im Zuge dessen fiel die Aufmerksamkeit auf die dieselhydraulische Krauss-Maffei ML3000. Beide Bahnen kauften zunächst je die Lokomotiven der daraus abgeleiteten ML4000. Mit einer Nennleistung von 4000 PS waren die Maschinen die weltweit stärksten Einrahmen-Diesellokomotiven ihrer Zeit. Bei der D&R GW wurden die Lokomotiven zu zweit oder dritt vor Güterzügen über die Rocky Mountains eingesetzt. Die Southern Pacific erhielt zugleich ihre ersten drei Lokomotiven und übernahm später auch die Maschinen der D&R GW. Nach einem eindrucksvollen Start mit Fahrten auf den Sierra Nevada und Oregon Gebirgsstrecken wurden sie aufgrund zunehmender Probleme bald auf Flachlandstrecken eingesetzt. Bereits 7 Jahre nach der Indienststellung der ersten Maschinen wurden alle Lokomotiven des Typs 1968 bei der Southern Pacific wieder ausgemustert. Die Neukonstruktion von Pico repräsentiert die ersten drei an die Southern Pacific Railway ausgelieferten Lokomotiven und gibt deren Ursprungszustand perfekt im Maßstab 1:87 wieder. Die markante Form der sogenannten Cab-Unit-Lokomotiven wurde perfekt ins Modell übertragen. Hierbei zeugen zahlreiche separat angesetzte Teile, filigrane Dachlüfter, die bündig eingesetzten glasklaren Scheiben sowie feine Gravuren von höchster Modellbauqualität. Sowohl der Führerstand als auch der Maschinenraum der Lokomotive wurde fein detailliert nachgebildet. Eine vorbildgerechte Lackierung sowie konturenscharfe Bedruckung runden das Erscheinungsbild des Modells perfekt ab. Alle Lokomotiven haben zugunsten einer stimmigen Clown-Kupplung keinen NEM-Kupplungsschacht. Nicht nur in optischer Hinsicht macht das amerikanische Kraftpaket auf der Anlage eine gute Figur. Der kraftvolle Motor sorgt in Kombination mit den fein gewuchteten Schwungmassen für einen ruhigen Lauf bei enormer Zugkraft. Die Zweileiter-Lokomotiven besitzen ab Werk feine RP25 Radsätze. Selbstverständlich sind auch die Räder der Mittelleiter-Variante für das entsprechende Gleissystem optimiert. Sämtliche Lichtfunktionen sind in moderner LED-Technik ausgeführt und können mithilfe eines passenden Pico-Decoders digital geschaltet werden. Typisch für amerikanische Loks sind beispielsweise die Beleuchtung der Road-Number-Tafel oder die Gyro-Light-Lampe. Natürlich verfügt das Modell zusätzlich über eine stimmige Beleuchtung im Führerstand mit Führerpultbeleuchtung sowie im Maschinenraum. Die Soundausführungen sind werkseitig mit einem passenden Pico Smart Decoder XP5.1 inklusive größtmöglichem Lautsprecher ausgestattet und tragen das Siegel Pico Train Sound on Board. Ob alleine oder vorbildgerecht in Zwei- oder Dreifachtraktion. Die formschönen Lokomotiven der Southern Pacific bringen den amerikanischen Flair der 1960er Jahre auf die H0-Gleise.